Masken hier drüben. Zur Alhambra, Dorf. Tarngelegenheit, Platzanweiser. Ross. Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Sirius und jetzt geht's weiter mit der Hauptmission Maxwell Ross. Eliminieren, das Gebiet erkunden, Gelegenheiten identifizieren. Es gibt anscheinend den Platzanweiser als Tarngelegenheit, die Bedienung, eine Unterstützungsgelegenheit und der Maschinist Gelegenheit für ein einzigartiges Attentat. Sonst war es immer so, dass die uns alle im Vorfeld angezeigt wurden. Diesmal war es nur die Platzanweiserin, wie es mir scheint. So, genau das wollten wir auch spielen im heutigen Gameplay, das hatte ich ja angekündigt. Ich habe euch allerdings den Lauf hierhin erspart, dass ihr den, ja, wie soll ich das sagen, nicht miterleben müsst. Ja, alles gut. So, klettern wir mal runter. Und dann wollen wir mal gucken, was wir machen müssen. Gehen wir einfach mal hinein. Verkäufer. Jacob ist, glaube ich, gut genug noch ausgestattet. Ich wechsle mal vorsichtshalber schon mal auf Messer. Ich habe mich jetzt wieder für den alten ursprünglichen Mantel entschieden, ganz einfach aus dem Grund, da dies ja der einzigste Mantel ist, ja, oder die einzigste Montur ist, die die Entdeckungsgeschwindigkeit verringert. Ich habe jetzt leider nicht mehr genug Geld, um das noch zu erhöhen. Ihr seht, ich habe bei Jacob gar keinen Mantel verbessert. Bei ihm war ich echt Vollbau. IW habe ich immer alles reingeknallt. Aber ich habe mir gedacht, wir spielen lieber den, dass er vielleicht weniger entdeckt wird, als dass er irgendwie eine Rauchbombe mehr dabei hat. Das schien mir in dem Fall sinnvoller zu sein. Oh ja, das hat es, Sir. Die Alhambra Music Hall infiltrieren. So, ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob die Wachen direkt auf uns losgehen oder ob die so hier rumstehen wie immer. Ich würde aber mal mutmaßen, dass wir mittlerweile zum Feind mutiert sind und dass wir daher lieber vorsichtig sein sollten, was unseren Lauf angeht. Wir werden jetzt einfach mal hier uns den Laufweg ein bisschen frei machen. Plündern. Aha, okay. Ich dachte eigentlich, wir müssen drüben sie töten, plündern, klauen oder was, aber anscheinend geht es hier bei allen. Gucken wir mal eben. Ja, also so erkennt mich mit der dicken, hässlichen Nase, da erkennt mich natürlich niemand. Das ist schon richtig. Das ist alles gut gemacht, Jacob. Dem Platzanweiser folgen. Okay, lass mich mal durch. Betreten wir nun das Theater für die heutige Vorstellung. Okay, dann bleiben wir mal im Kreis dieser Leute hier. Uah. Wurde schon der erste aufmerksam, habt ihr das bemerkt? Soll echt vorsichtig sein. So. Macht sie jetzt auf? Ich glaube, jetzt kommt eine Ladesequenz, oder? Nee, kommt keine. Sind alle bereit? Dann gehen wir rein. Ja, wir sind tatsächlich drin. Ohne große Mühe, oder? Wer hätte das gedacht? Dass es uns das Spiel so am Ende doch ein bisschen leichter macht die ganze Zeit. So kommt es mir also auf jeden Fall vor, als wären die ersten Missionen teilweise schwieriger gewesen oder man hat sich da einfach ungeschickter angestellt. Das weiß ich jetzt nicht genau. Mesdames, Messieurs, Ladies and Gentlemen, willkommen in der Alhambra Music Hall. Wir führen heute und nur heute Nacht eine ganz besondere Interpretation von Corvus der Schwindler auf. Auch wenn einige der Effekte bedrückend und zutiefst verstörend sind, bewahren Sie Ruhe, meine lieben Gäste. Keine Angst, dies ist nur die reinste Form der Unterhaltung. Die heutige Vorstellung geht dem Andenken und dem Verdienst eines jungen Mannes, der einen festen Platz in meinem Herzen innehat. Alle Bedenken und Beschwerden sind bitte an ihn zu richten. Jacob, mein Junge, diese Show widme ich dir. Okay, das ist ja sehr nett von dir. Ich frage mich, ob ich auf Schleichen wechseln sollte. Und inwiefern ich jetzt hier mit der Maske auffalle.
gerne die beiden eigentlich aus dem Weg schalten, ausschalten. Ihre Gattin ist außergewöhnlich. Ich bewundere ihre Tapferkeit. Dies ist ein Abend ganz nach ihrem Geschmack. Okay, das war ja einfach doch. Ich gehe mal direkt einfach weiter, lass ihn dann mal so links liegen, den anderen. Oder sollen wir den anderen auch töten? Vielleicht sicherer, oder? Aber dann lieber leise von hinten. Das war ziemlich unauffällig, muss ich jetzt gestehen. Jedenfalls unauffällig genug. Ach, guck mal, da gibt es wirklich mal eine Bank, wo man sich hinsetzen kann. Okay. Den Aussichtspunkt erreichen. Ich habe immer noch nicht die anderen Unterstützungen gefunden oder gesehen, die ich mir erhofft hätte für ein einzigartiges Attentat. Das ist ja immer so mein Anspruch, beziehungsweise das macht mir halt einfach Spaß, immer dieses einzigartige Attentat mit freizuschalten. Auch wenn ich sonst bei den Erfüllen der Missionen und der Aufgaben bin ich meistens relativ, ja, wie soll ich das sagen? Also es interessiert mich jetzt nicht so sehr, wenn da steht, ja, du musst aber das und dies und so. Meistens erledige ich das doch dann so, wie ich das gerne erledigen möchte. Aber bei den einzigartigen Attentaten, da bin ich so ein bisschen quengelig. Das würde ich schon ganz gerne machen. Ich gehe mal einfach dahin. Ich bin ja noch unentdeckt. Geil. Ich bediene Sie heute Abend, Gentlemen. Du noch hier, Liebes? Beim letzten Mal hast du uns doch fast vergiftet. Szene 2 bereit! Lass mich raus! Ich muss den Steg für die Show runterlassen! Okay. Keine Fernwaffen, um die Köder zu töten. Okay. Keine Fernwaffen. Wir haben einen Freiwilligen. Einen aufmunternden Applaus für diesen sehr mutigen Mann. So, was mache ich mit der? Gelegenheit zur Vergiftung? Das finde ich eigentlich doof. Wird in Kürze für dich sterben, Jacob. Welch mutiger Mann so auf die. Bin ganz froh, dass jetzt hier gerade keine Zeit abläuft, dass ich das nicht irgendwie. Ich könnte jetzt auch einfach rübergehen. Ich könnte einfach rübergehen, ihn töten, ne? Das wäre jetzt kein Akt. Aufregend, nicht wahr? So, sag mir nochmal, warum ich die Typen in Gelb jetzt hier töte. Warum ist er da zweimal, dreimal? Achso, ich weiß nicht, welcher ist. Okay. Wir Briten sind ein zäher Haufen. Stellen wir diese Zähigkeit auf die Probe. Lassen wir ihn einfach mal labern, denn wir wollen ja nach unten und dieses einzigartige Attentat erledigen. Auch wenn das jetzt mit der Bedienung hier angezeigt ist, das ist nicht das, was ich möchte. Weiß nicht, theoretisch würde man wahrscheinlich am besten die ganze Zeit so spielen, oder? Achso, soll ich einfach zwischen denen durchgehen und die killen? Was meint ihr? Könnte ich eigentlich, oder? So geht das. Keine Angst, meine Freunde. Das gehört alles zur Show. Bitte bleiben Sie doch auch für den nächsten Akt des Schauspiels. Sag sowas nicht. Röckel deine Prinzipien, Jacob. Da ist er, okay. Das ist unser Ziel. Der Maschinist. Vorteil schaltet einzigartiges Attentat frei. Der Maschinist steuert die Stege über der Bühne. Strategie, Maschinist befreien, damit er den Steg senkt. Was immer das auch bedeuten mag. Aber auf jeden Fall ist es das, was wir jetzt machen werden. Ich
Klappe. So, langsam müssen wir, glaube ich, vorsichtig sein. Wir haben schon doch schon ein paar zu viele Leute hier getötet. Nur rein zufällig hier, versteht sich. Sie haben einen angemessen flachköpfigen Gentleman gefunden. Sie lachen, Ladies and Gentlemen, aber ich versichere Ihnen, dass es wahr ist. So, hallo. Zweifellos können Sie erraten, was gerade in seinem Kopf vorgeht. Maschinist befreien, damit er den Steg senkt. Ja, genau das wollten wir. So. Kollege, was geht jetzt ab? Freiwilliger hat nicht einmal gezuckt. Warten, bis er den Steg über der Bühne absenkt, okay? Aus einigen Fuß Entfernung wirft unser Artist zielsicher sein Messer auf den Apfel und zerteilt ihn damit. Schafft er es oder schafft er es nicht? Der Steg wurde abgesenkt. Ja, und jetzt? Der Steg kann nun benutzt werden, um Ross zu eliminieren, okay? Der Steg da, oder was? Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, gar nicht, was ich jetzt gerade machen muss. Tja, ich töte ihn jetzt einfach, Ende aus. Tja, so viel zum eindeutig super Attentat mit dem Steg, was ich gerne machen wollte. Das war natürlich nicht, das war ja so klar. So, der Steg wurde abgesenkt. Ich weiß immer noch nicht, was das bedeutet, der Steg wurde abgesenkt. Vielleicht hätten wir mehr checken sollen, was mit dem Steg passiert. So, mein Freund, schade um dich. Wenn das nicht Roth war. Das hinterlässt einen starken Nachgeschmack, oder? Wie auf Schwein zu beißen, wenn man Wildbreter wartet. Jetzt habe ich mich schon 100 Mal über diesen Steg gehangelt, ohne Sinn und Zweck. Die Tür geht natürlich nicht auf. Ja, du hast das ja, hast du super gemacht. Ich weiß nur, ich habe auch oben auf dem Steg gestanden. Ich habe nur leider dann den Falschen getötet und deshalb ist wahrscheinlich dann das einzigartige Attentat mal wieder nicht zustande gekommen. Ich weiß auch nicht, darf ich das nochmal probieren? Werdet ihr mir sehr böse? Nee, seid ihr mir nicht. Oder ihr mögt es doch auch. Und zwar starte ich nur den letzten Checkpoint neu. Okay?
Letzter Checkpoint müsste eigentlich gewesen sein, wo ich diesen Typ freigeschaltet habe. Also wo ich den Typ befreit habe da. Das müsste eigentlich der letzte Ladepunkt gewesen sein. Und viel, ich glaube ja, dass das, wenn man dann von dem Steg da runterspringt, dass es dann schon das richtige Attentat wäre. Das einzigartige eventuell. Aber dummerweise ist Jacob ja auf die beiden Wachen gesprungen. Danke dafür. Ja, ich weiß, ich habe das gesteuert, aber ihr wisst, was ich meine. So, ich will das einfach sehen. Ich will das jetzt nicht verpasst haben, nur weil ich es im Let's Play irgendwie durchballern muss und weil die Zeit läuft und weil die Leute da Action, Mickey Mouse, tralala. So, ich hoffe. Daumen drücken. Daumen drücken jetzt. Ah, okay, wir müssen noch bis dahin. Sag sowas nicht. Du weißt, dass er ein Arsch ist, Jim. Er behandelt jeden hier wie Wir jeden. Haben einen Freiwilligen. Einen so, mir geht das ein bisschen auf den Keks, dass der Roster die ganze Zeit so labert, muss ich sagen. Mit dem Vergiften finde ich irgendwie öde, oder? Ich meine, das würde natürlich gut funktionieren. Jacob. Sie haben gleich das Glück mitzuerleben, wie dieser Gentleman beschossen wird. Und zwar aus kürzester Distanz. Unser Kunstschütze wird auf mehrere Ziele rund um seinen Kopf herumschießen. Aufregend, nicht wahr? Eigentlich nicht so aufregend, wie du meinst, aber naja. Wird unser Ehrengast unverletzt bleiben? So, wir sehen nochmal das gleiche wie vorher natürlich. Naturellement, meine Freunde. Hier, dieser zauberhafte Attentatakt jetzt hier. Wir Briten sind ein Zeher auf. Stellen wir diese Zähigkeit auf die Probe. Das war ein Parkour-Move, oder? 1A. Parkour nach unten. So, okay, Moment. So, da nochmal. Da ist er jetzt. Wird er auch angezeigt dann für uns fortfahren, ja. Entschuldigen Sie, Sir. Ich muss hier mal eben durch. So, jetzt, wo ist, der Steg denn jetzt irgendwie vorher anders, oder was? Das verstehe ich gar nicht so sehr. Wie gesagt, wir töten mal vorsichtshalber ein paar Leute. Das finde ich ja mal sicher. Wie mitreißend! Keine Angst, meine Freunde, das gehört alles zur Show. Bitte bleiben Sie doch auch für den nächsten Akt des Schauspiels. Oje, bröckeln deine Prinzipien, Jacob? So, jetzt gucken wir uns nochmal ganz genau diesen Steg an. Hm. Hängt jetzt, glaube ich, ganz nah an der Decke oder irgendwie sowas, ne? Kann das sein? Wir gucken mal, ob wir wirklich sehen, wie er runtergelassen wird. Ich hatte mir das irgendwie maximaler vorgestellt, sage ich jetzt mal. Also nicht nur, dass er da einen Meter weiter unten dann ist. So. Das ist reizend. Tausend Dank. Ich weiß gar nicht, warum sie dich festgehalten haben, Alter. Warten, bis der Steg über der Bühne abgesenkt wird. So, beobachtet mit mir gemeinsam den Steg. Ah ja, guck mal da. So, jetzt werden wir die beiden töten, damit ich nicht beim nächsten Attentat aus Versehen wieder die falschen töte. Ah, schwierig, ne? Ziemlich viele Leute, die hier in unsere Richtung gucken. Also sollen wir es trotzdem nochmal so versuchen? Wo ist er denn jetzt überhaupt? Wir haben einen angemessen flachköpfigen Gentleman gefunden. Sie lachen, Ladies and Gentlemen, aber ich versichere Ihnen, dass es wahr ist. Zweifellos können Sie erraten, was gerade in seinem Kopf vorgeht, meine Freunde.
Unser tapferer Freiwilliger hat nicht einmal gezuckt. Aus einigen Fuß Entfernung wirft unser Artist zielsicher sein Messer auf den Apfel. Wir müssen erstmal die Köder töten, ist das richtig? Okay, dann. Dann gehen wir jetzt erstmal die Köder töten. Entschuldigung. Und nicht mit Fernwaffen. Naja, okay. Müssen wir uns wohl doch noch hier ein bisschen länger aufhalten. Und am liebsten würde ich jetzt hier durchlaufen und das mal eben erledigen, weil ich will das einzigartige Attentat sehen. Es kommt heute auf jeden Fall noch ein Video und wenn das Video eine halbe Stunde dauert, das ist mir komplett egal. Dann soll das halt heute so sein. Na, damit haben wir nicht gerechnet, wie aufregend es ist, wenn uns das Leben überrascht. Aber ich bin noch längst nicht fertig. Bleiben Sie, wo Sie sind. Die Aufführung wird in Kürze fortgesetzt. Du ziehst die Tragödie der Komödie vor. Ich wusste, dass du guten Geschmack hast. Hey. Das Aroma ist beim zweiten Mal noch kräftiger. Ja. Wundert mich, dass das jetzt hier nicht in einem Aufruhr endet. Das war jetzt nicht die feine englische Art, muss ich sagen, aber es hat jetzt einfach zum Ziel geführt. Wollen wir es einfach mal so beschreiben, okay? So, jetzt müssen wir den vierten Köder noch eben töten. Der steht da drüben. Wird aber anscheinend auch nur von einem Mann bewacht. Mit dem werden wir es dann leichter haben. Da werden wir dann nicht, vermutlich nicht so ein Chaos haben. Zwischensequenz? Oder durfte ich nicht in den Schrank gehen? Zwischensequenz, sehr schön. Ich hoffe, Sie haben den Abend bisher genossen, Ladies and Gentlemen. Ich jedenfalls habe das. Vor unserem letzten Akt möchte ich auf die mutigen Menschen anstoßen, die mit Feuer und Flamme das Leben zelebrieren. Und den Tod. Also los, zelebriert! Du bist am Zug, Jacob, mein Bester. Oh, brenn. Fuck. Brenn! Brenn! Toll. Nein, niemand hat ihn gesehen. Wie soll ich denn da jetzt hinkommen, bitteschön? Bin ich denn vorhin da hingekommen? Scheiße! Vor allem, wieso fliehen die ganzen Leute nicht? Das raff ich gerade nicht. Cooler Move. Wie bin ich denn vorhin da hingekommen, bitte? Hier lang? Nee, doch hier lang?
Die Leute brennen einfach. Jetzt, meine Freunde, jetzt kommt's. Nee, du sollst auf das Leiterding springen. Ja, danke schön. Attentat. Wie anonym werden? Ich bin anonym. Ach man, ey. Suck my balls. Das Seilkappen, um Rorus zu eliminieren. Welches Seil? Mann, 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 hier klappt aber auch nichts. Ich begleite dich schon zum Finale, keine Sorge, Alter. Da hast du dein Finale. Ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht habe, aber immerhin. Mein Lieber, was für eine Nacht. Der Stoff für Legenden. Warum hast du das getan? Das alles? Was denn? Ein Krähenküken zwischen zwei Fingern zu zerquetschen, die zu zerstückeln, die du unschuldig nennst? Den göttlichen Wahnsinn der Welt zu bewahren? Aus demselben Grund, aus dem ich alles tue. Warum nicht?